Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind mit Adam unterwegs und wir haben folgendes Setup. Tanz mit mir, Saboteur, Glück gehabt und Beharrlichkeit. Und das ist ein random Setup. Interessanterweise habe ich die Daily Quest bekommen. Na, geil. Dass ich zwei Haken sabotieren soll. Lied. Na gut, ich renne mal weiter rum. Mal. Konnte man sich ja denken. Dass ich zwei Haken sabotieren soll. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ich mach mal jetzt hier Selbstgenesung. Ist jemand im Keller? Sieht so aus. Okay. Verspricht eine spaßige Runde zu werden. Ich renn mal einfach weg. Problem ist, ich bin halt schon verletzt. Okay, Fähigkeit ist weg. Wir rennen weiter. Frage ist, folgt er mir einfach stumpf oder nicht? Doch, okay, der rennt einfach. Rennt einfach hinterher. Das schaffe ich nicht, oder? Ah, doch! Nice. Schwein gehabt. Und dann haben wir hier sogar jetzt so eine Palette, die ist aber nicht sicher. Ah, nein! Vor allem nicht, wenn ich dagegen laufe. Oh. Ja gut, das war vielleicht ein bisschen low. Oh, der hat Angst vor Paletten. Oh, die hat nochmal einen Sprintboost. Ach schade, den hat sie natürlich jetzt gewastet, indem sie da stehen geblieben ist. Okay, die ist genauso doof wie ich. bin ich am richtigen Team gelandet. So, der wird aufgesammelt. Und wenn der andere jetzt... Na, der macht eine Kiste auf. Aktuell kannst du DBD aber auch echt nicht spielen, wenn du alleine unterwegs bist. Tja, schade drum. Man hätte mir helfen können. Jetzt kommt die angerannt, weißt du? Okay, er geht rüber. Geliehene Zeit. Kommt aber direkt wieder zurück. Oh, er will mich tunneln. Aber gut zu wissen. In die Fähigkeit reingehen, für mich wäre halt jetzt nicht ganz so clever gewesen. Aber er ist sowieso weggegangen. Moin. Ich muss noch zwei Haken wegnehmen, Leute. Ich nehme gleich einfach mal schon mal einen weg. Was weg ist, ist weg. Bevor wir es nicht mehr schaffen. Sie will ihren Sprintboost bewahren. Boah, ich bin mir noch nicht so sicher, was ich von der Runde halten soll. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Matchmaking kickt wieder richtig gut rein. Er war nicht in der Fähigkeit, oder? Das ist ja schon mal gut. Na gut, wenn er jetzt in die Fähigkeit reingeht, dann... Das ist auch egal. Mal gucken, dass wir den Gen hier... schnell anditschen. Ah, da kommt er. Okay, die Palette ist leider schon gezogen. Er nutzt nicht seine Fähigkeit. Doch, okay. Problem ist, dass wir da halt nicht wirklich was haben, um uns zu helfen oder uns zu beschützen. An der Killerhütte müsste noch die Dingens sein, es sei denn, die hat jemand gerade schon weggenudelt. Ich gehe mal lieber hierher, hier bin ich ein bisschen sicherer. Hier sind noch zwei Paletten. Und dann können wir hier... schon mal weitermachen und gucken, ob wir gleich noch mal einen Haken irgendwo wegnehmen können. Aber wenn ich verletzt bin, kann ich halt auch nicht mal eben kurz dazwischen springen und einen Haken wegsabostieren, bevor der Killer den anderen da aufhängt oder sowas. Obwohl es ziemlich schnell geht mit Alex Werkzeugkoffer. Der oder die Alex ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Saboteur gewesen, offensichtlich. So, wenn jemand kommen würde und mir... Ja, nicht Legion! Einer von den Mates. Okay, dann
Dann wage ich mich jetzt mal eben hier an den Generator, der wieder zurückgesetzt wurde inzwischen. So, lass durchziehen, Clödia. Ah ja, das Outfit von Adam ist übrigens neu. Ja. Scheiße. Deswegen wollte ich halt Adam spielen, falls ihr euch wundert, wie es dazu gekommen ist, dass ich heute Adam ausgepackt habe. Kommt die Katie. Ja. WTF? Was ist denn mit den Mates los? Wieso hat die Kate denn nicht geholfen? Ey. Meine Güte. Eieiei. Ja, war also ganz lustig, dass Adam halt durch Zufall... Oh, nice. Der hat sich jabaten lassen von ihrem Sprintboost schon wieder. Lustig, dass es zweimal geklappt hat. Ich nehme hier nochmal den Haken schnell weg, einfach nur so, weil ich es kann. Dann habe ich zumindest meine Daily Quest fertig. Vorne rennen sie. Ich gehe mal ans Totem ran. Was wissen wir denn bisher? Wieso liegt denn hier noch ein Werkzeugkoffer? Was wissen wir bisher an Fähigkeiten, die er dabei hat? Wissen wir überhaupt schon irgendwas? Mist, ich habe mal wieder nicht aufgepasst offensichtlich. Interessanterweise hat er keinen Tarner oder schlampigen Schlachter dabei oder sowas. Ist eigentlich immer so... Das sind so immer die Perks, die Legion eigentlich ganz gerne mitnimmt. Obsession wird gejagt. Vorletzter Gen ist gleich durch. Ja, vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen Auge auf die Totems werfen. Man weiß ja nie. Nicht, dass am Ende... Oh. Nicht, dass am Ende noch mal die böse Überraschung... Das böse Erwachen kommt. Da vorne ist noch ein Totem. Ja, ich nehme sie mal weg, Leute. Die anderen werden bestimmt den letzten Generator machen. Ich meine, bisher, bis auf die Mac, die da oben lieber die Kiste durchwühlt hat, als mich mal eben kurz aufzusammeln. Kiste hätte ich ihr schon nicht weggenommen, ey. Mann, Mann, Mann. Aber ja. Sagen wir mal so, es ist ja nichts passiert. Ah, die muss ich erst noch genesen. Okay. Ist ja nichts passiert. Wir waren am Haken, aber noch leben wir. Und wir können sogar noch einmal den Haken ran, deswegen... du bist noch nicht hochgeheilt. Das war nur die Genesung, ja. Tiefe Wunden hattest du, Clödia. Hast du es nicht gemerkt? So, ich sabotiere den hier weg. Ich sabostiere den weg. Manchmal sage ich sabostieren einfach falsch. Es tut mir leid. Da kickt dann irgendwie... Weiß ich auch nicht, was da reinkickt. So, wieder jemanden erwischt. Da vorne hätten wir... Hier hätten wir noch einen Generator. Hm. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass die Totems alle weg sind. Aber lassen wir uns mal überraschen. Hier vorne wäre direkt ein Ausgang. Die Clödia, die ist bestimmt gierig und rennt dann hin. Und dann können wir gucken. Können wir uns hier irgendwo positionieren. Da kommt aber von wo? Von hier. Der hat mich getroffen? Ich will ja nicht sagen lächerlich, aber war schon ein bisschen... Oh, zwei Leute Adrenalin. Geil. Muss die Genesung aber einmal kurz abschließen hier. Ey, die sind weggerannt, also er... Oh, okay. Oh, hier ist die Luke gespawnt neben mir mal wieder. Komm, ich hol mir nochmal die 500 Punkte. Kein Nöt am Start. Legion nackt? Ich weiß es nicht. Denkt sogar dran, nicht aufzumachen, weil jemand gejagt wird. Okay. Dankeschön. Willst du mich nochmal befummeln, Mac? Komm, für die Points. So, raus mit uns. Ah, interessante Runde. Sabotiert hat... Oh nein, der Fehler... Oh nein, zählt die Sabotage jetzt? Ah, wahrscheinlich nicht, oder? Doch, oh, okay, die Daily haben wir scheinbar noch fertig bekommen. 974k, ja, hatte ich vorher halt auch.
Schade. Ich habe noch überlegt, ob ich erstmal die Blutpunkte rausballern soll oder ob ich eine Runde mache, aber ich dachte mir so, komm, mach mal eine Runde. Wird schon schief gehen. Ja, ist jetzt leider komplett schief gegangen. Schade drum. Jetzt sehe ich auch nicht mehr, was für Fähigkeiten und so weiter da hatte, weil das andere Zeug hier drüber ist. Ja, Leute, gut, dann würde ich sagen, ich bin raus. Schön, dass ihr am Start gewesen seid. Die Runde war irgendwie, ja, interessant, beschreibt die Runden eigentlich in letzter Zeit immer ganz gut. Ich weiß nie so recht, was ich davon halten soll. Das ist alles, alles manchmal ein bisschen komisch. Aber hey, ich bin gespannt, ob ihr das neue Outfit von Adam mögt. Es kam auch ein neues Outfit für das Gespenst, für Rin. Sieht auch ziemlich cool aus. Also generell finde ich eigentlich jetzt diese ganzen Sachen, die sie dann mit dieser griechischen Mythologie machen, eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Die sehen auf jeden Fall hübsch aus. Ich bin raus. Schön, dass ihr am Start gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, was zu tun ist. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Bock habt. Und bis dahin, haut ihr rein. Tschüss, tschüss.